Angeln mit Stein geht auf alle Zielfische, auf alles, was geht. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es doch ganz einfach. Wir fahren erst an so einen kleinen See und danach geht es direkt noch weiter an einen Fluss. Ui, Biss! Drei Wettertaft, die Friese sitzt. Freut mich auf jeden Fall, dass der Plan aufgegangen ist. Damit werde ich jetzt gleich wieder in den Schlafsack gehen. Genau in der Mitte, da ist der Dicke. Carsten, hast du Batterien mit? Ja, vielleicht. Möglich. 2 9-Volt-Blöcke. Ich bin Carsten Jaskowiak. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Fishstone. Das ist, ich würde behaupten, das Angelunternehmen für bleifreies Angeln, nämlich Steine schmeißen. Also Angeln mit Stein. Und wir haben vor einigen Monaten die Zusammenarbeit mit Askari begonnen. Finde ich richtig geil. Und jetzt haben mich die Jungs eingeladen, einmal einen schönen Angeltrip mit Askari gemeinsam zu machen. Ey, ich habe so einen Bock. Mein erster Angeltag 2024. Messesaison war wild. Und es wird halt so richtig geil, mal so auf alles, was beißt. Ne? Einfach mal so Würmchen ranhängen, kleinen Pop-up, mal eine Made. Und dann gucken wir mal, was los ist. Ja, das Gewässer wird der aufmerksame Askari-Zuschauer auf YouTube schon gesehen haben und kennt es schon. Das ist ein altes Schwimmbad. In der Theorie können wir heute mit ganz, ganz vielen Fischarten rechnen. Ja, über Brassen, Giebel, Karpfen, Schleien. Hier ist sehr viel vertreten. Wir wollen eigentlich in einem Videodreh mal die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten zeigen. Also sprich, wir fahren erst an so einen kleinen See, wo man mal ein bisschen werfen kann, ein bisschen Allround angeln. Und danach geht es direkt noch weiter an einen Fluss. Und an diesem Fluss werden wir dann eben auch mal noch ein bisschen auf Wels angeln mit den größeren Montagen. Also zum Werfen nehmen wir eigentlich tendenziell den Loop. Heißt im Prinzip Loop, weil der also ist quasi die Alternative zum Tropfen oder Birnenblei. So, und jetzt wäre die Frage, willst du den Stein gerne verlieren oder nicht? Was willst du denn für ein Gewicht? Wie groß soll er denn sein? Was angelst du denn für eine Größe? 60 Gramm. 65 Gramm. Dann würde ich fast sagen, wir machen das einfach mit fester Montage. Ne? Also wir haben ja im Prinzip bei uns diese 2 Gummitypen, also mittlerweile sogar 3 Gummitypen. Das einmal der Slip. Wie gesagt, der Stein slippt aus dem raus. Dann haben wir den Split. Die Namensgebung ist so eine Geschichte. Der hat im Prinzip nur mal einen Spalt, damit kann man ihn so halb fest machen, weil man ihn ein bisschen spalten kann. Und dann eben den dritten, den Fix, der wieder ist, um ihn einfach fest zu fixieren. Genau, das würde ich an der einen machen und an der anderen können wir ja mal eine andere Variante machen, dass du auch verlieren kannst im Drill und können wir beides mal durchgehen. Ja, alles klar. Wir wollen den Spaß mal testen. Das eigentliche Ziel bei Fishstone ist natürlich, dass ihr euch überall einen Stein sammeln könnt, ne, am Ufer. Ihr sucht euch einfach einen passenden Stein, groß, klein, flach, rund, eckig und spannt den ein und angelt los. Aber natürlich hat ein guter Steinschmeißer auch immer einen Steinvorrat im Auto und den muss ich jetzt nochmal schnell holen. So, und jetzt kommt meine Theorie. Ja. So mache ich es immer. Und zwar machen das die meisten Leute so. Ich will aber eigentlich immer, dass die Schnur schön flach auf dem Grund lang läuft. Mhm. Deswegen spanne ich Steine immer hochkant ein. Aha. Das ist wieder einer dieser kleinen Steinangeltricks, langziehen hier rüber, weil wenn du den jetzt wirfst, fliegt er ins Wasser und kippt schön auf die Seite. Mhm. Und du hast nicht diese 2-3 cm Schnurabstand. Die Montage ist kinderleicht, das Werfen genauso. Da gibt es keine Einschränkungen. Das ist das, so wie sonst. Ne, ganz normales Angeln, nur dass man halt einen Stein statt einem Blei an der Montage hat. Genau, und jetzt hast du im Prinzip, das meinte ich, jetzt hättest du die Möglichkeit, je nachdem, ob du ihn ganz sicher fixieren willst, das kannst du mit dem Gummi eben variieren, wenn du die Seiten komplett rumziehst, dann ist er natürlich sehr fest. Ja. Aber gerade für so eine Wurfdistanzen bis darüber, so 50 Meter, reicht es in der Regel auch, den einfach nur so einzuspannen, der hält das locker aus, gerade bei so einem kleinen Gewicht. Aber wenn du jetzt hier einen Hänger hast und ordentlich an der Route ziehst, dann kriegst du ihn meistens noch rausgezogen. Also das ist halt eigentlich das Schöne an diesem Fixgummi, dass man im Prinzip sich entsprechend der Bedingungen, Gewicht, Strömung, wie auch immer, Hindernisse einfach anpassen kann, indem man den Gummi eben rumzieht oder eben nicht. So geht der ganze Spaß jetzt ins Wasser. Ich bin jetzt schon schwer begeistert von der Form des Steins. Mal gucken, ob sich das jetzt bewahrheitet und wir anständig werfen können und vielleicht auch einen schönen Fisch damit fangen. Und, was sagst du? Bei der Steingröße noch ziemlich normal.
Also ich finde, dass die Steingröße im Vergleich zum Blei auch überhaupt gar kein Problem darstellt. Ja, die Steine sind natürlich etwas größer als Blei aufgrund der Dichte, aber trotz alledem muss man die gar nicht so groß wählen. Die haben doch mehr Gewicht, als man zu Beginn denkt. Und mit dem etwas größeren Stein als dem Blei habt ihr auch gar keine Probleme beim Werfen und beim Auslegen der Köder. Da scheint alles in Ordnung zu sein. Dann legen wir die Rute mal aufs Pott. Jetzt müssen wir noch schauen, dass Carsten seine Ruten ins Wasser bekommt. Der hat mir jetzt ein bisschen was zum Thema Steine erst erklärt. Und dann können die Fische auch schon beißen. Ich würde erstmal hier so eine ganz geile Dendrobena nehmen. Das ist ein Tauwürmer. Mhm. Die Tauwürmer machen wir dann. Die kommen wahrscheinlich an die Welsroute dann am Fluss. Wir machen ja alles jetzt hier, ey, das ist geile Scheiße. Ja, ich weiß. Ja, aber da würde ich ja schon fast zwei drauf machen dann, ne? Ja, zwei oder drei? Ne, zwei. Ich würde auch zwei machen, denke ich auch. Also wenn ich jetzt eine Brasse wäre, das würde ich mir richtig schmecken lassen. Genau in der Mitte, da ist der Dicke. Ja, Leute, an der Stelle vielleicht ein kleiner Teaser, weil ich sitze ja hier schon mit der Fiederrute. Und man macht das jetzt hier alles noch mit einem normalen Gewicht, aber wir sind da an was dran. Ich habe gehofft, es zu dem Dreh schon fertig zu haben. Aber in wenigen Wochen kommt auch der bleifreie Futterkorb. Da habe ich richtig Bock drauf. Wir können ihn hier leider nicht zeigen. Das hat so ein bisschen was mit Patentrecht zu tun. Aber wenn es euch interessiert, bleibt dran. Auch das geht bald mit Stein. Na, ich denke ja so, der Baron des Sees sozusagen, der würde ja, ist ja der Platzhirsch, der würde ja schon die Mitte ganz klar für sich in Anspruch nehmen. Das einzige Problem, was ich habe, wenn der hier wirklich beißt, dann muss ich wahrscheinlich ins Wasser hinterher hechten, weil er die Rute reinzerrt. Also auf die Rute, kleiner gelber Pop-up. Ja, ist irgendwie heiß. Ich meine, Karpfen stehen ja auch auf Mais und so eine Sachen. Und ich mache hier einfach einen ganz kleinen Pop-up, wirklich so ein bisschen ein feines Rig. Lass den so leicht aufstehen, weil ich denke, Hauptsache immer was fangen. Ne? Eine sehr attraktive Variante, einen Köder zu präsentieren natürlich. Und an der Stelle würde ich es jetzt auch einfach mal drauf anlegen. Und nochmal ganz wichtig, Leute, auch bei der Montage, wir hören das immer wieder, hochkant einspannen, weil der Stein sinkt besser ab, legt sich auf die Seite, ihr habt keinen Schnurabstand zum Grund. Und nicht, also ganz wichtig, auf der vorderen Schwerpunktseite rumspannen. Wir sehen immer wieder, das zeige ich noch mal ganz kurz, das ist ein kleiner wichtiger Trick. Wir sehen immer wieder bei Anfängern, bei Steineschmeißer-Rookies, dass die sozusagen den so einspannen, weil sie denken, ja, hier wird ja der Stein jetzt, der Gummi schön schnell vom Stein gezogen. Das Problem ist, ihr baut eine Wobblerschaufel. Und wenn sich das dann verdreht und ihr sagt, ja, das Steine mit dem Absetzen, Ablegen und so eine Sachen, das funktioniert nicht, das verdreht sich ja. Na klar, wenn man eine Wobblerschaufel baut, dann wobbelt das halt. Und deshalb hochkant, schön auf der schwereren Seite Richtung Hauptschnur, einfach einmal rum und rüber. Und so ist es halt wirklich diese Sache mit dem Steinangeln. Es gibt so ein, zwei Hürden, ein, zwei Tricks. Man muss sich ein bisschen reinfinden, aber wenn man es einmal durchzieht und mal eine Woche oder weiß ich was mit dem Zeug angelt, dann ist es das Leichteste der Welt. Steinmontagen haben in einigen Bereichen natürlich ganz besondere Vorteile, wie beispielsweise, wenn ich mit Release Clips oder Drop-Off-Montagen im Karpfenangeln angel, weil ich dort natürlich in jedem Biss ein Blei verliere und so nur einen Stein im Wasser hinterlasse. Aber prinzipiell funktionieren Steinmontagen in allen Bereichen des Ansitzangelns definitiv. So, ob ich jetzt am Ende eine Made oder einen Wurm oder einen Köderfisch an der Rute habe, das ist total egal. Ui, Biss! Ja, jetzt ist natürlich gerade das Mikro raus. Und das ist eine Maschine. Komm, wir klemmen es um. Ich bin ja nur Statist heute. Ja, hast du. Nee. Tja. Die Maat und ausgestiegen. Nee. Ah, und ich wollte es gerade kommentieren, was das für ein schöner Fisch war. An der Madenbombe. Ah, das war ein guter, ne? Das war gar kein so schlechter Fisch. Es schien ein Brassen gewesen zu sein.
Aber echt? Richtig, richtig groß, ja. Auf das riesige Madenbündel am Clip. Also ich schätze, was ich aufblitzen gesehen habe, ein richtig, richtig dicker Klodeckel. Der erste Fisch ist immer sehr ärgerlich, wenn der auch noch verloren geht. Aber ohne Schmerz kommt man nicht zum Erfolg, ne? Ja. Ich würde jetzt gerne sagen, wir haben schon 5, ich bin gesättigt, macht mir nichts. Aber der erste Fisch tut sehr, sehr weh. Mm. Der tut immer ganz besonders weh. Ich stehe schon da. Ja. Ist halt sehr, sehr ärgerlich, wenn es der erste Fisch des Tages ist. Aber macht man nichts. So ist Angeln, wird man immer wieder hören. Passiert auch anderen. So Leute, und während ich hier noch sitze an der Fiederhute und auf den Nachzügler-Einschlag warte, haben wir noch ein schönes Gewinnspiel für euch. Nämlich eine der größten Herausforderungen beim Angeln mit Steinen ist erstmal das erste Gefühl für das Gewicht von Steinen zu kriegen. Und das möchten wir gerne mit euch machen. Ich greife hier mal in meinen schönen Eimer und nehme diesen schönen Stein raus. Und ihr schreibt bitte in die Kommentare, was ihr denkt, wie schwer dieser Stein ist. Und gewinnen könnt ihr einmal einen Doppelpack von unserem Zipkit. Das werden wir jetzt gleich, wenn es weitergeht an den Fluss, zum zweiten Teil dieses Drehs noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das auch eine sehr gute Flussmontage ist. 2 Packungen davon und das Kari-Pack noch oben drauf. Eine Dose geile Pop-Ups in Neon und eine Tüte Boilies. Das Ganze gibt es 2-mal zu gewinnen an 2 Gewinner. Und zwar wird das verlost unter den 2 Personen, die am nächsten an dem Tipp dran sind. Und die Auflösung zu diesem Gewinnspiel, die kommt in Kürze im Anschluss an dieses Video auf den Askari-Kanälen, auf den Reels, Shorts und Instagram. Bleibt da also dran und holt euch eure Box Steinmontage und ein paar Boilies dazu. Na, immerhin schon mal nicht verwickelt. Ah, war wohl nicht. Tja, ihr seht, da ging nichts mehr. Wir haben unsere Chance verpasst, Patrick, wa? Ja. Ganz knapp am Ziel vorbei, aber knapp daneben ist halt auch vorbei. So ist es. Kennt ihr alle. Machen wir uns nichts vor. Aber wir haben noch eine Chance. Jetzt geht es weiter direkt am Fluss. Da zeigen wir euch direkt im Prinzip im zweiten Gewässertyp, Fließgewässer, wie das mit Steinen funktioniert. Auch nochmal auf Fels und verschiedene Sachen. Und ey, dann müssen wir halt jetzt richtig abliefern, oder? Also bleibt dran. Ich würde mich in dem Zuge verabschieden. Der Carsten fährt dann jetzt noch zu Julian und dann werden die hoffentlich auch ein paar schöne Fische fangen. Auf jeden Fall. Einmal mit Profis arbeiten. Danke. Yo, 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 yo. Auf geht's zum zweiten Teil dieser Abenteuerreise gemeinsam mit den Männern von Askari. Neue Mannschaft, neuer Spot, neues Glück. Ja, und jetzt eben dann ans Fließgewässer. Sehr geil daran ist, dass man da wirklich anscheinend wirklich auf alle möglichen Fischarten angeln kann. Aal, Karpfen anscheinend auch, Döbel soll gehen und auch Wels. Und Wels ist ja eine Sache, die mich in den letzten 2 Jahren seit dieser Welsentwicklung auch sehr fasziniert. Und dann werden wir auf jeden Fall auch eine Welsroute rauslegen. Also viel Spaß mit dem weiteren Teil dieses Videos. Ja, jetzt hier 2. Station. Die Spannung steigt natürlich, weil in der ersten Station hatten wir ein bisschen Pech. Eigentlich das Glück in den Händen. Hat trotzdem Spaß gemacht, aber jetzt ist natürlich sehr spannend, hier mal zu sehen, was erstmal an dem Fluss fangbar ist für uns, aber auch noch mal zu sehen, wie funktioniert das hier mit den Steinmontagen auch weiterhin beim Allround-Angeln in so einem kleinen Flüsschen. Ja, was erwarte ich hier am Fluss? Wir sind hier, um auf alles zu angeln. Wir werden auf Karpfen, auf Waller, auf Aal angeln. Was am Ende beißt,
keine Ahnung, wenn überhaupt was kommt, ist gut, wenn nicht, ist es halt so, wir sind immer noch im Frühling, so richtig checke, was geht, wie es geht, haben wir noch nicht, ganz am Anfang der Saison, aber irgendwas werden wir einen Haken bekommen. Wir sind ja als Team hier quasi, von daher, Julian sagte es, der fleißigste Mensch der Welt. Deshalb haben wir jetzt entschieden, ich gebe ihm einfach meine Route. Da ist ja alles schon dran. Ich erkläre es dir dennoch einmal. Ja, einmal lösen. Komm, ja, so. So, das war's schon. Ne? Also man fädelt das, die Hauptschnur einfach durch das Teil durch, knötet hier den Wirbel Quick Change oder so an. Ja. Und dann wird das wie mit so einem Safety Bolt der Wirbel einfach hier drin fixiert. Mhm. Und dann ist einfach der ganz simple Trick. Jetzt brauchen wir mal einen Stein. Ganz normaler Stein. Den findet man schon mal überall, ja. Wichtig ist, was ich immer mache, wenn ich Steine finde, ich nehme die immer hochkant, damit die im Wasser auf die Seite fallen und ich einen schönen flachen Schnurabstand habe. Es sei denn, man will natürlich gezielt, dass es irgendwie oben ist. Aber in der Regel immer hochkant, einfach das Band hier rum festmachen und das Ganze jetzt hier locker rausschlänzen. Ja. Und durch diesen Hebelarm ist es dann eben so, also von der Seite hast du den eben nicht, deswegen kannst du diesen Pendelwurf machen und auf der Seite hast du den Hebelarm und sobald der Fisch sich hakt und hier im Prinzip einen Kopfschlag macht, wird es einfach sofort rausgehebelt und kann einfach nicht drin bleiben. Ich habe es gerade das erste Mal in der Hand. Leute, was soll ich sagen? Ich vermisse das Blei aktuell noch nicht. Zack. Alles einmal frei, Probleme? Super. Also erster Eindruck, super. Ich vermisse das Blei noch nicht, muss ich sagen. hat sich nicht geklingt beim Werfen. Hat sich nicht vertüttelt. Und das Gefühl mit der Route ist halt auch gigantisch. Ne? Das ist auch gigantisch, klar. Ja, geil, Film. Freut mich. Erster Eindruck, top. Also, mein erster Eindruck von den Steinmontagen. Vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Ich habe sie vorher wirklich noch nie in der Hand gehabt. Das Ganze wurde mir gestern einmal vorgestellt und gezeigt. Und bei der zweiten Route war ich dann schneller, als Carsten bei mir war. Also, das Umsetzen, das Montieren, wirklich super einfach. Man kann wirklich jeden Stein nehmen, so wie ich das bislang erkannt habe. Und ja, auch das Werfen und auch das Angeln damit war erstmal überhaupt kein Problem. Kinderleicht und ich habe das Blei die letzten Stunden wirklich nicht vermisst. Ich habe die erste Welsroute fertig. Ich habe schon mal kurz ins Wasser gehalten, zeigen wir euch gleich mal. Das sieht richtig sexy aus, ey. Das ist so ein dicker, fetter Boomhappen. Krieg ich selbst Hunger. Ja, beiß rein, du dir keinen Zwang an. Wann kommt der Döner? Na los, gehen wir mal rüber. Ich zeige euch mal, was wir da machen. Je nachdem, wie viel Gewicht ich verwende. Dieser Gummi hier geht so bis 2,5 Kilo. Der große geht dann wirklich auch bis 5 Kilo, wenn es so richtig schwer sein muss. Und die zwei Gummis haben eben doch zwei unterschiedlich starke Auslösestärken. Jetzt hat Julie mir hier erzählt, hier ist eher mit einem kleineren Baller zu rechnen. Die schaffen auch, den großen auszulösen. Aber ich würde hier jetzt auch, gerade weil wir nur mit Tauwurm angeln, einfach mal mit der kleineren Version starten. Dann macht der Ballen hier so den Anschlag. Und dann ziehe ich das wirklich über die ganze Länge schön lang und mache es nur so ganz leicht hier oben über diesen kleinen Nippel drüber. Und wenn der Wels hier zieht, durch diese nach vorne gewölbte Form, öffnet sich der Gummi und die eine Seite ist offen und der Fisch ist frei. Ich bin eigentlich, muss ich sagen, seit wir diese Wels-Systeme entwickelt haben, wirklich so ein bisschen in diesem Wels-Fieber, weil ich natürlich mit den ganzen krassen Anglern, mit denen ich schon unterwegs war, die ja auch schon dicke Fische selber gefangen habe und dicke Fische gesehen habe. Aber dann kommt ja immer dieser Moment so, was machst du dann ohne den Papi, ja, ohne den Guide, der dir zeigt, wie es läuft. Und da bin ich eben noch auf dem Weg, noch am Entwickeln. Und ich würde halt richtig gerne einfach einen Wels fangen und langsam dann irgendwann mal sagen können, so wow, jetzt bin ich auch ein Welsangler. Ja, hier will ich die Welsroute hinstellen. Ich finde, das sieht halt richtig geil aus. Ne? Die ganze schöne, schnelle Strömung von vorne wird hier verengt. Wahrscheinlich ist hier ein richtig tiefer Graben und hier sieht man so diesen Rand, wo das Wasser einfach kocht. So, hier hast du so richtig diese Umwälzung, diese Rückströmung. Und nach meinem bisherigen Wissen stehen die Wälse halt oft genau in diesen Gebieten, weil hier dann auch so der Kleinfisch am Rand von der Strömung ist und die knallen die dann halt irgendwie weg. Das Geilste am Flussangeln ist das Feeling. Man hat kein geschlossenes Gewässersystem, wo man in etwa weiß, was drin rumschwimmt. Man hat einfach ein wirklich langes System, wo alles passieren kann. Hier sind definitiv Fische drin, die noch nie einer gefangen hat, die keiner kennt. Und man hat immer mit Überraschungen zu rechnen, die man vielleicht im See nicht so schnell erwarten kann wie im Fluss. So, ich werde jetzt hier tatsächlich, ich habe einfach die Bremse aufgemacht und werde den jetzt hier wirklich einfach mit der Hand reinwerfen. Also Leute, wenn sich das jetzt hier Weltprofis angucken und denken, was macht denn der Typ da, dann muss ich an der Stelle gestehen,
Das ist für mich ja auch gerade Neuland. Ich habe schon Bootstrips gemacht, aber noch nicht so oft mit der Hand geworfen. Aber umso spannender ist es. Ich finde beim Angeln alles, was man zum ersten Mal macht, ist irgendwie auch nochmal extra geil. Das ist gut. Machen wir noch schön ein paar Glöckchen ran. Und dann hoffen wir, dass das hier richtig abwimmelt und dass ich es höre. Ich habe montiert. Die anderen haben gerade die Wallerroute geworfen. Ich war so frei, habe mich in der Zeit an deiner Kiste vergriffen, mir das passende Gummi rausgesucht, den passenden Adapter. Ihr seht, es ist kinderleicht. Ich habe es geschafft. Man hat es ja auch sehr schön gesehen und das zeigt das ja auch mit den Steinmontagen, dass er wirklich auch selbstständig. Ich habe da irgendwie eine halbe Stunde an meiner Welsroute rumgefummelt und er hat dann selbst schon, als ich zurückkam, die Montage rangebastelt gehabt. Und ja, würde ich sagen, gestandener Allrounder. Ja, und habe jetzt hier meine erste Almroute montiert, die jetzt rauswandert. Ein Knicklicht bräuchte ich noch für meine Spitze und irgendwas, um meine Spitze zu sehen, wenn du hättest. Das habe ich natürlich wieder vergessen. Muss ich mal schauen. Sieht bei mir auch immer knapp aus als alter Karpfenangler. Aber ja. Wir kriegen was zusammen. Glocke habe ich auf jeden Fall. Perfekt. Das reicht ja auch schon mal. Ein bisschen Zeiger als ansonsten auch drauf. Aber ich finde es immer geil, wenn die Spitze wackelt. Das stimmt. Ey Julian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin platt. Ich bin auch platt. Wir haben jetzt 22 Uhr circa, Routen liegen alle, einen Biss hatten wir noch nicht, aber haben wir bis gerade rumgerödelt. Ja. Ich weiß auch nicht manchmal, was ich dann eigentlich mache. Das so, habe ich gemerkt. Ja, aber manchmal, also irgendwie. Jetzt werden wir noch ein bisschen quatschen, noch ein bisschen labern und dann gleich ab ins Bett, würde ich sagen. Da hoffen wir mal, dass hier noch einer abgeht jetzt, aber ist ja das Schöne, wenn man über Nacht ist und ich finde das immer ganz geil, wenn man einfach liegen kann und weiß, so irgendwann klingelt es und dann, richtig, dann geht's los. Und hoffen wir euch natürlich auch zu präsentieren hier gleich. Wir halten euch auf dem Laufenden. Egal was passiert, ihr seid dabei. Vielleicht geht was, vielleicht nicht. Mehr wissen wir morgen früh. Geht noch was. Safe. Bis gleich. Auf die Steinmontage. Schön. Wahrlich kein Wiese. Aber mein erster Aal des Jahres. Sehr schön. Freut mich. Und aufgrund der kleinen Größe schnell wieder zurück. Aber guckt euch das bitte an, das ist so undankbar mit diesem Aalangeln. Damit werde ich jetzt gleich wieder in den Schlafsack gehen und es wird bis morgen auch so bleiben. Schön. So, ihr habt es gesehen, die erste Route ist abgelaufen. Stein hat sich ausgelöst, finde ich gar nicht so verkehrt. Bei der Angelei hier im Holz und in dem Gestrüpp. Fisch kam wirklich 15, 20, 30 cm vom Ufer, also wirklich nicht weit rausgependelt. Fische kommen extrem nah ran, aber die Kante fällt auch richtig gut ab hier. Freut mich auf jeden Fall, dass der Plan aufgegangen ist, der erste Fisch gefangen ist. Ich hoffe, da kommt noch ein zweiter dazu oder vielleicht ein Karpfen oder sogar ein Waller. Das Schöne an so einer Nacht ist, auf alles, es kann halt wirklich alles beißen. Deswegen bleibt spannend. Oh, es regnet schon wieder. Was soll denn das? Guten Morgen, Leute. Alle aufgestanden. Und leider kam nicht mehr als der eine Aal, den ihr gesehen habt. Ja, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee und danach überlegen wir uns mal, wie wir weiter vorgehen. Denn ganz aufgegeben habe ich noch nicht. Irgendwas muss ja hier für dieses Video noch rauskommen. Gucken wir mal, was wir gleich machen. Genau, Carsten schläft noch. Ich weiß nicht, ob ihr den da hinten zwischen den Salatblättern sehen könnt. Aber der ist noch tief und fest im Schlafen. Den wecken wir jetzt auch gleich erstmal auf, würde ich sagen. Guten Morgen. Kriegst du das Mikro einfach hingeworfen? Ist auch geil. Schrecklichstes Gefühl aufzuwachen. Und zu wissen, man war nicht wach. Also irgendwie habe ich schon gut gepennt, aber es hat halt immer wieder geregnet, ne?
Heute Nacht war es eigentlich noch verhältnismäßig cool. Also das Wetter hat einigermaßen mitgespielt. Es gab mal einen Moment, wo ich wach geworden bin, weil die Regentropfen dann so auf meine Wange klatschten. Und ich dachte, oh, bitte nicht. Ey. Also wenn der Schlafsack durchgeweicht ist, dann stehe ich auf. Aber der Zustand ist nicht eingetroffen. Also war entspannt. Ich bin in der AA gefangen. Echt? Aber habt ihr irgendwas gefilmt davon oder was? Ja, ja. Geil, wir haben einen Fisch, Alter. Ich habe heute Nacht geschlafen wie ein Murmeltier. Habe gar nichts davon mitbekommen, dass hier ein Fisch gefangen wurde. Habe mich früh natürlich umso mehr gefreut, dass, wenigstens ich der Einzige war, der durchgeschlafen hat. Aber ja, nicht geschneidert. Was? Ja, es ist halt immer, also einpacken nach so einem Trip, der nicht so richtig erfolgreich war, ist immer das schlimmste Moment. So, ich versuche es dann immer rauszuzögern, solange es geht, aber jetzt soll hier eine dicke Regenfront gleich drüber ziehen. Da müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen. Ja, das ist dann immer so schon mit gemischten Gefühlen. Oft ist es bei mir auch so, wenn eine Sache nicht klappt, so machen wir uns nichts vor. Wie oft klappen Sachen nicht, bis sie dann letztendlich klappen? Ne? Ich habe mal im Studium einen Spruch gehört, der war, alles ist schwer, bevor es leicht wird. Und in diesem Fall sage ich immer so, gerade wenn etwas nicht klappt, da habe ich immer noch diese Revanche offen. Da muss ich nochmal zurück und es nochmal probieren und zeigen, dass es eben doch funktioniert und doch dann schöner Fisch zu fangen ist. Ja, ich habe mir definitiv mehr erhofft. Ein, zwei Fische mehr hätten schon kommen können. Gerade auf Wurm geht man halt nicht los, um den einen Biss zu bekommen. Aber wie gesagt, wir sind im Frühling. Da muss man halt damit rechnen, auch mal nur einen Fisch zu fangen oder sogar als Schneider nach Hause zu gehen. Ist so, wie es ist. Alles gut. So, schaut auf jeden Fall nochmal unten in die Videobeschreibung. Da verlinken wir euch natürlich das komplette Steinmontagenpaket, alles, was es da so gibt. Also schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei. Schaut auch gerne in den Filialen vorbei, denn auch da findet ihr in vielen Filialen die Steinmontagen an den Wänden. Und ja, noch irgendwas zu ergänzen? Ja, ich freue mich total, dass bei Ascari mit im Programm zu sein. Ist natürlich, wie haben wir vorhin gesagt, 100% der Angler kennen Ascari und damit dabei zu sein, ist natürlich fett. Ein großes Unternehmen und schön, ja, holt euch ein paar Dinger da ab und dann geht's raus, Steine schmeißen.